schönen guten Tag miteinander. Sonntag, wieder schönes Wetter. Noch morgen früh, kurz vor 9 Uhr. Und da mal eine kleine Route ausgesucht, heute ein bisschen durchs Appenzellerland. Da seht ihr die einzelnen Zwischenposten. Geht jetzt da irgendwie so dahinter, da runter, da einmal rundherum und dann so wieder zurück. Und heute sind noch ein paar so Autotreffen. Da gehe ich wahrscheinlich auch noch beim einen oder anderen vorbei. Mal schauen, ob ich dort auch noch ein Video mache. Aber da seht ihr auf jeden Fall schön den Weg, mit wie viel Prozent ich wo ankomme. Sieht eigentlich gut aus. Sollte sogar mit 30% wieder zu Hause ankommen. Geht dann wahrscheinlich vorher noch laden. Und ja, nehme euch einfach ein bisschen mit da zwischendrin. Auf diesen schönen Strecken. Aber jetzt noch schnell da rein zum Beck, noch schnell ein Sandwich geholt für den Morgen. Ja, und dann sind wir ready to go. Dann bis später. Kommt das eigentlich nur mir so vor oder ist das bei euch auch so, dass es einfach überall Baustellen hat in letzter Zeit? Und überall so komische Strecken da, wo irgendwie nur einspurig ist und auf der einen Seite Baustelle. Kommt man fängt gar nicht mehr vorwärts bei uns in der Schweiz. Ich fängt es nur noch am Rotlicht an. Kann ich euch also nur empfehlen. Tipptopp zum Fahren. We'll be right back.
Schön, da kann man noch in die Scheiben runterlassen, das schmeckt so nach frischem Heu. Da spürt man noch ein bisschen, wow, schmeckt wirklich gerade nach frischem Heu, krass, also nach frischem Gras. Sieht man schön. Zuerst der Rauf alles orange. Jetzt durchab wird es wieder schön grün. So, jetzt sind wir schon im schönen Hundwil. So, jetzt kommen wir dann da von Appenzeller Ausroden auf Appenzell Innerroden. Die Kantonsgrenze ist in dem Fall da vorne. Ich komme mir so ein bisschen vor wie in so einer Hobbit-Welt, wenn ich da raus schaue. Ich weiss auch nicht, das Appenzellerland ist einfach mit all diesen Hügeln und mit dem Wald überall zwischen denen, mit diesen Häuschen. Ab und zu hat es mal ein Strössli, meistens nicht, meistens nur Felder und Hügel. Gefällt mir sehr gut. Wahrscheinlich schon auch mit der Kindheit zu tun, wo man sich wohlfühlt. Also je nachdem, ob man es dort schön hat als Kind oder nicht. Aber ja, meine Großeltern, der eine Teil, die sind ja von St. Gallen. Und ich habe ein paar Verwandte da von St. Gallen, Appenzell und so weiter. Und bin auch als Kind sind wir viel da gewesen.
an Zerisau im Sedl, dort waren wir viel. Oder in Abtwil im Sentispark, dort war ich auch viel als Kind. Und auch sonst hier im Appenzellerland wandern. Das war eigentlich auch immer cool. Obwohl als Kind zuerst haben wir es nicht so cool gefunden, wandern. Aber irgendwie war es dann doch immer lustig. Jodlerfest, Appenzell, das wäre doch mal noch etwas. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, soll ich mal für euch an so ein Jodlerfest gehen da mit dem Tesla. Schwingfest ist ja jetzt dann auch, das ist ja so typisch schweizerisch. Da können wir auch mal hingehen. Ja, da hat es noch schöne Wege so neben draussen, wo wir da noch fahren können. Aber da nachher dann am Nachmittag noch eine Geburtstagsparty ist da von meinem Sohnemann. Muss ich dann langsam wieder richtig heim. Aber falls ihr Lust habt, mal etwas so da einen Roadtrip zu machen, schreibt einfach in die Kommentare. Wir haben jetzt neu die WhatsApp-Gruppe, wo man sich auch austauschen kann und etwas abmachen. Was fehlt, sind noch ein paar Frühaufsteher. Vor allem am Wochenende. Ich bin am Wochenende eher der Frühaufsteher. Am liebsten eigentlich noch früher in Remis. So, dass man so auf die, ja, auf die 7, 8 kann losfahren kann. Vielleicht sogar noch früher, je nachdem, wo es angeht. Und dass man dann einfach ja, möglichst noch eine freie Fahrt hat, noch nicht so viele Leute auf der Straße. Weil am Wochenende, so, ja, spätestens um den Mittag herum, fängt es an brutal zunehmen mit dem Verkehr. Und dann ist es eigentlich nicht mehr so lustig zum Fahren. Aber am Morgen früh macht es eigentlich immer recht Spass. Wäre einfach cool, wenn noch ein paar andere auch noch dabei wären. Das würde dann ein bisschen schönere Fotos geben. Und ja, man kann zwischendrin mal anhalten und ein bisschen miteinander quatschen. Finde ich eigentlich immer noch cool. Samstag sieht man hoffentlich alle von euch. Kommen hoffentlich alle auf Kemptal. Beim Supercharger, im The Valley. Sogar der OW Kröger kommt. Für die, die YouTube schauen, die kennen sicher den OW Kröger. Und wird sonst sicher auch noch ein paar prominente Gäste dort haben. Tesla Kegi ist sicher auch dort. Ich werde ein paar coole Leute dort haben, auf jeden Fall. Ich komme am gescheitsten einfach alle vorbei. Hohe Kassen, Ebenalp, mein Lieblingsörtli, Ebenalp. Aber wir gehen jetzt wieder zurück. So, gerade noch einen kurzen Zwischenstopp. Hier kurz vor der Shopping Arena. Wir gehen nachher hier auf die Autobahn. Wieder Richtung heimwärts. Hier sind sie gerade noch ein bisschen am Rugby, glaube ich, oder American Football. Ich bin da nicht so der Profi. Vielleicht weiss ja das jemand besser. Jetzt sind sie noch ein bisschen am Spielen. Und ja, ich steige jetzt wieder ein, dann geht es weiter, mal Richtung Supercharger Kemptal. Dann würde ich sagen,
Auf geht's. Wir haben noch 50% im Akku, wenn es mir recht ist. Ja, genau. Genau, 50% haben wir noch im Akku. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Haben wir gerade überholt. Jetzt sind wir dann da vorne gerade im The Valley, im Supercharger, Kremtal. Ab und zu, wenn es so fest ist, dann hat man einen grossen Vorteil mit Supercharger, weil man kann dann schön ins Areal reinfahren, kann am Supercharger anschliessen und in der Zeit, wo er lädt, kann man dort ja gratis parkieren. Die anderen Leute müssen einen Besucherparkplatz finden und natürlich zahlen auch für den Besucherparkplatz. Gut, wir müssen für den Strom zahlen. Also ich zum guten Glück immer noch nicht. Dank meinem Gratisguthaben, das ich noch habe. Aber ja, alle anderen müssen da eigentlich zahlen. Schauen wir mal, ob wir da überhaupt einen Supercharger kommen oder nicht. Mal schauen, ob wir bis zur Ladestation fahren heute oder ob heute ganz gesperrt ist da. Grüezi. Dankeschön. Laden darf man. Ui, da riechen schon die einen. Schön durch den Dunlop-Bogen durch. Da ist doch ein paar hübsche Oldtimer ausgestellt. He? Viel wollte ich eigentlich gar nicht laden, ehrlich gesagt. Jetzt stehen wir mal bis 50%, das langt. Dann steigen wir mal aus und schauen mal, ob wir da ein schönes Auto sehen. Und KW 6 Minuten, ja, dann müssen wir bald pressieren.